Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Sims 4 bei Familie Russo. So, Brenna nimmt sich gerade die Zeit und lernt Tim hier ein paar Zahlen, glaube ich. Ja, genau, Zahlen lernen. So, in der Zwischenzeit könnte Diego... Was muss er denn? Muss er denn irgendwas machen? Nein. Ja, genau. Level 5 der Denkfähigkeit erreicht. Nice. Okay. Warte, du könntest erstmal hier was essen. Reste nehmen. Der Kleine hat eh noch jede Menge Spaß. Schade, das können wir jetzt lassen. Er hat jetzt alles soweit gelernt. Das heißt, er kann demnächst auch Geburtstag feiern. Mhm. Zusammen mit Brenna. Hey Brenna, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Avantgardisten beitreten würdest. Was sagst du dazu? Nein, danke, kein Interesse. So. Singen. Bald Level 9. Beim Musizieren oder Dingens. Okay. Was hast du eigentlich für Eigenschaften? Selbstsicher, Spinnerin und fröhlich. Gelehrte. 20 Stunden bis zur Arbeit. Und mal, kann ich eigentlich schon wieder Urlaub nehmen? Urlaubstag nehmen, okay. Schau, deine Manieren steigen. Das ist ja schon mal gut. Hier, Manieren. Konfliktlösung. Emotionale Kontrolle. Sims, die ihre negativen Gefühle umleiten können, bauen emotionale Kontrolle auf. Sie können an Radios oder Instrumenten verschiedene Interaktionen zur Entspannung ausführen oder joggen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Ein emotionaler Zusammenbruch. Schubsen oder Beißen wirken sich negativ auf die emotionale Kontrolle aus. Das Zerstören von Puppenhäusern oder Schulprojekten senkt ebenfalls den Wert. Aha. Ja, Nuvo. Ich weiß ja nicht, ob ich nicht dann auch gleichzeitig Janet hier altern lassen sollte. Weil eigentlich haben wir sie auch schon relativ lang in der Familie. Muss ich mir so sagen. So, er ist glücklich. Du könntest dann vielleicht bei deinem Buch weiterschreiben. So. Okay. Und der Kleine rennt schon wieder. Er rennt und rennt und rennt. So, wir wollen mal hier was festlegen. Und zwar, Brenna hat morgen Geburtstag. Feiertag, Ereignis hinzufügen. Und zwar eine Saftparty, Geburtstagsparty. Achso, das geht wieder nicht. Okay, warte. Ich glaube, ich mache das hier so. Ja, weil dann kann ich nämlich Prestige auch mal machen. Ja. So, und zwar Geburtstagssim ist in dem Fall hier dann Brenna. Gäste sind Claire, Akito, Candy, Gina, Felix, Liliana, Makoa, Markus. Maximal 15, okay. El Kibo, Karim, Alexander Meyer, Manuel Schmidt, Emilia Sommer, Vicky Rocca. Habe ich da jetzt schon 15? Ben Sommer, den kennen wir aber nicht. Ich meine, wenn es keine 15 sind, ist auch nicht schlimm, gell? Clemens Frost. Ist Väterchen Frost. Kioni, Aluna, okay, dann können wir auch noch nehmen. Passt, 14 Gäste, okay. Dann nehmen wir einen Caterer. Nehmen wir einen Caterer. Ha. So, diese Rollen besetzen. Mama, was steht da? Für 200 an... Was? Anmieten. Okay. Brauche ich das? Entertainer, Mixer. Ich habe auch keine Bar, nix, gell? Okay, wir lassen das einfach mal so. Dann feiern wir natürlich
Zeit für das Ereignis wählen. Und zwar um 15 Uhr startet es. Museum. Wo ist denn mein Wohnort? Sieht man das irgendwo? Nee, gell? Allgemein. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie mein Wohnort heißt, gell? Nein, 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 nein. Oh, warte, was ist das? Das ist mein Wohnort. Villa des Häuptlings. Ah, okay. So, und dann wollen wir einen Tag drauf nochmal eine Geburtstagsparty machen, weil da hat dann unser Kleiner hier Geburtstag. Wir brauchen, es wäre irgendwie toll, wenn wir mal kleine Gäste hätten, gell, wie Markus. Dann nehmen wir dann nur die näheren Freunde auf. Claire. Manuel Schmitz, das war's. Mehr brauchen wir da nicht, gell? So, das Ganze wird dann auch um 15 Uhr gestartet und wir machen das Ganze natürlich wieder zu Hause. Da wieder. Die Russo-Residenz, da steht hier unser Name dabei. Mhm. So, brauchen wir noch etwas? Nee, ich glaube, wir lassen einfach beide da altern dann. Ich glaube, das passt dann schon. Wobei eigentlich müsste man ja sagen, nee, warte mal, Janet muss ich da nicht altern lassen. Janet, hier, Geburtstag. Weil Janet und Alina sind ja eigentlich ziemlich knapp beisammen. Das heißt, er wird jetzt älter und irgendwann später wird sie älter und sie dann noch. Ja, genau so mache ich das. So, das können wir dann auch wieder auffüllen. Aufräumen. So, wie geht's dir? Du schreibst, du spielst. Ja. Durchkriechen, was ist das? Durchkriechen, okay, das passt dann alles so. Dann haben wir bald einen großen Ding, okay. Selbstsicher werden, eine Katze adoptieren. Das könnten wir jetzt dann eigentlich auch mal machen. Hast du noch Hunger? Okay, warte mal, Lammkarree. Hä, was ist mit dir? Warum isst du nicht? Weil ich dich weggezogen habe vom Essen. Oh, nein. So ein Mist. So ein Mist. Wir haben hier 2, 4, 6 Sitze. Haben wir größere Tische? Esszimmer. Achso, das sind ganze Zimmer, die brauche ich ja nicht. Komfort, Oberflächen, Esszimmertische. Aber ich glaube, oh doch, da hätten wir einen. 2, 4, 6, 8 Leute hätten da Platz. Das wäre ja schon mal viel wert eigentlich, ja? Weißt du was? Oberflächen, Komfort. Ich werde das jetzt einfach mal hier löschen. Da. So. So. Und dann brauchen wir jetzt natürlich noch super bequeme Sessel, die da irgendwie dazu passen oder so. Nee, es passt nicht. Ja, gut, die könnte ich natürlich auch nehmen. Moderner Lederstuhl. Komfort 4, Komfort 10. Das ist mal ein königlicher, ja genau. Das passt überhaupt nicht zum restlichen Stil. Nee, das passt nicht. Komfort 4, Komfort 8. Ja, bist du deppert. Komfort 1, Komfort 3. Alter, was haben die denn hier für Sessel? Komfort, alter Falter.
Das wird noch irgendwie passen. Oh, die sind so hell. Jo, Komfort, was hatten denn vorher unsere Sessel? Die hier, Komfort 1. Haha, dann sind wir mit Komfort 3 eh schon richtig gut bedient. So, was haben wir denn hier alles? Irgendwas, was gar nicht passt. Komfort 1. Wieso sind die alle so unkomfortabel? Und das passt mir eher für draußen und nicht für drin. Hilfe! Wieso ist das so kompliziert? Jetzt ernsthaft, warum? Ah, warte mal, das hier könnte vielleicht passen. Ah, das passt hier zusammen. Okay, wunderbar. Na bitte, wer sagt's denn? Und wir haben ein bisschen mehr Komfort. Das einzige Problem dabei ist jetzt, dass hier der letzte Sessel nicht passt. Toll. Toll. So, dann haben wir hier wenigstens 8 Leute Platz. Ich meine, ich könnte das Ganze natürlich hier noch ein bisschen rausziehen. Nee, das soll ja nicht weg hier. So. Dann hätten wir hier vielleicht das hier so. Ja. Und das Ding hier hätten wir vielleicht... Oh, da fehlt jetzt Wand. Okay. Das wollen wir natürlich nicht. Aber dann könnte ich vielleicht hier noch einen zweiten hinstellen. Naja, das wird sich wahrscheinlich gerade ums Alec nicht ausgehen. Ja, geht sich nicht aus. Geht sich nicht aus. Verdammt! Okay, warte. Wir werden ja einfach alles ein bisschen größer machen. Ciao. Was ging denn da jetzt weg? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So. So. Und ciao. Jetzt haben hier jede Menge Leute Platz. Außer da, da geht sich wieder nichts aus. Oh Gott. Ist das ätzend. Aber warte mal, wir könnten das hier darüber rücken. Also das geht wieder nicht, wegen der Lampe oder so, gell? Genau, nö. Aha, wegen dem Sessel. So, warte. Das wird jetzt einfach mal hier so rübergestellt. Wieso hat das keinen Platz, ey? Willst du mich verarschen? Ja, es will mich verarschen. So. So. Schau, das geht sich hier alles aus. Ich weiß nicht, was die alle haben. Jawohl. Okay, das geht sich aus. Und dann sollte sich der Sessel auch noch ausgehen. Genau, dann können wir den hier können wir dann so hinstellen. So, das passt alles. Haben wir dann hier irgendwelche Sachen noch? Wäschehaufen. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken hier, wie schaut denn das Dach jetzt aus? Grauenhaft. Es geht nicht bis raus. So. So. Okay. Das hätte ich ausgebessert. Was brauchen wir noch? Jetzt könnten wir eigentlich
hier noch ein Ding dazwischen stellen. Haha. Na ja, gut, eigentlich möchte ich die hier dann weggeben irgendwie dann, oder? Was ist da jetzt? Ah, ja, weiß ich schon, weiß ich schon, weiß ich schon. Holz. Was? Deko? Willst du? Hä? Okay. Abwasch haben wir aber noch und der Kühlschrank steht sowieso auf der anderen Seite. Ja, das wird schon passen, das wird schon passen. So, dann haben wir hier noch ein Dekostück. So. Dann diese Tonklumpen, die möchte ich eigentlich da drüben im Büro haben. So. Ja, also dann haben wir ja eigentlich hier richtig gut hergerichtet. Ich hoffe nur, dass die alle Platz haben. Vor allem hier. Aber das werde ich dann sehen, gell? Ich meine, jetzt haben wir hier ein bisschen was ausgeweitet. Das passt schon so. Ich glaube, das passt schon so. Warte, den kann ich noch probieren. Nee, kann ich nicht. Dann werden wir schon noch sehen, ob sie Platz haben oder nicht. So, aufgefüllt haben wir. Das haben wir auch gemacht. Wie geht's dem Kleinen? Oh, spielen. Wir spielen jetzt mal mit dem Ding hier, weil das hat so Stacheln. Hier, Tunnelspaß wegen Kleinkindtunnel. Der Tunnel, los, ab durch den Tunnel. Mhm. Wo hat denn der die Schaufel her auf einmal? Oh oh. Macht der jetzt meine Ding kaputt oder was? Oh, okay. Ich glaube, wir lassen das. Geh mal aufs Töpfchen. Genau. Geh mal aufs Töpfchen. So, dann wolltest du ja eigentlich noch ein Tier adoptieren. Tierklinik einkaufen, einkaufen. Mitbewohner. Suchanzeige aufgeben. Es sind nicht genügend Betten für Mitbewohner da. Okay. Simstagram, Tier, Angeln, Garten. Job suchen, krank melden, reisen. Geht das nur am Computer? Ich glaube fast, das geht nur am Computer. Bestellung. Nee. Kontakte knüpfen, programmieren, verbessern. Web recherchieren. Alter, bin ich jetzt komplett deppert. Haushalt. Da, ehrenamtliche Tätigkeit, Haushalt umziehen lassen. Adoptieren. Und zwar eine Katze. Wir wollen ein Kätzchen adoptieren. So, Wunderkleine hin. Ah, da geht schon schlafen. Um 17 Uhr, okay. Ja, dann geh halt mal schlafen. Wobei, du bist eigentlich noch nicht müde genug, gell? So. So, Kätzchen. Wir können uns drei Tiere aussuchen. Das ist jetzt hier weiblich Kätzchen. Okay, einer Titus, was? Titus? Und ist das weiblich? Aha, okay. Weiblich Kätzchen. Sterilisiert Kätzchen. Amerikanisch Kurzhaar. Die sehen irgendwie alle ein bisschen komisch aus. Kätzchen. Simon. Kätzchen. Dixie. Erwachsene Katze. Erwachsen. Erwachsen. Die schauen irgendwie alle voll komisch aus. Der schaut aus wie Waschbär. Nudel. Birma. Wir nehmen eine Siamkatze. Wir schauen uns die eine mal an. Mal gucken, wie das Ganze ausschaut. Und ja. Mal gucken, wie das Ganze ausschaut.
So, dann würde ich sagen, ich werde hier jetzt erstmal wieder einen Cut machen. Unser sucht Garten. Aha, warum das denn? Vor allem, warum genau diesen Busch? Naja, gut, ich werde jetzt hier wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.